Family, willkommen zu einem weiteren Willitorial mit der Cessna 152, Cockpit-Vorbereitung und Startup. Ich bin Willi Copter, der Party Pilot, und streame auf Twitch. Wenn du die vorherigen Willitorials verpasst hast, nicht schlimm, klick einfach auf die Playlist Willitorial und da findest du sie alle jederzeit. Nun hier im Cockpit schauen wir in wenigen Schritten an, wie wir das vorbereiten und den Motor starten. In erster Linie Seatbelts fasten. Check, so soll es sein. Da geht's weiter. Wir haben da unten einen Hauptfuelhahn. Den öffnen wir jetzt. Jetzt ist er open. Hier haben wir den Gemischhebel. Den stelle ich auf 20%. Ihr könnt den auch gleich auf Full. Spätestens vor dem Start muss das Gemisch voll sein. Dann haben wir den Throttle, Gashebel, der ist auf Idle Standard. Dann haben wir hier links Parking Brakes, die ist set. Und unter der Parking Brakes haben wir nochmal einen Hebel zum Ziehen, der Primer. Kann man kurz einmal ziehen, um den Fuel nachzupumpen. Dann geht's los, schalten wir den Masterhaupt ein. Wir wollen Triebwerk starten, deshalb auch Beacon Light On, BCN und Navflights können wir auch einstellen. Ganz einfach. Und Area Clear. Area Clear. Und dann haben wir einen schönen Zündschlüssel. Den drehen wir nach rechts. Und unser schöner Motor läuft schon. Kurz überprüfen. Oil Temperature, die steigt, und Oil Pressure wird dann steigen, sobald wir auch mehr Gas geben. Wie gesagt, in wenigen Schritten eine Cessna 152 Startup und Vorbereitung Cockpit. Ich bin Willi Copter, der Party Pilot. Vielen Dank fürs Zugucken. Wenn es hilfreich war, Daumen hoch. Wenn ihr Bock habt, abonnieren. Vielleicht sehen wir uns im nächsten Willitorial oder bei einem Livestream auf Twitch. Willi Copter, der Party Pilot.